Hallo, was geht, Leute? Das ist Jay. Und das ist Adi. Und zusammen sind wir Legendary Films. Willkommen zur neuen Folge von Donkey. Boah, schon wieder, ey. Oh, voll nervig, ey. Ist die häufigste Reaktion unter Menschen, wenn sie im Internet oder auch im Fernsehen auf Werbung treffen. Und da uns euer Wohlergehen als Filmemacher und schlechte Hobbypsychologen sehr am Herzen liegt, wollen wir natürlich was dagegen unternehmen, weshalb wir euch heute Werbung vorstellen, bei dem die Werbung auf ganz großes Kino trifft, womit wir hoffentlich alle werbungsgeschädigten Leute etwas aufheitern und wieder erfreuen. Weil das brauchen Werbungsgeschädigte nach ihrem harten, werbungsgeschädigten Leben. Werbungsklinik, Werbungsschule, wo es nur Werbungen gibt. Was? Wo Neo in die tiefsten Tiefen des Kaninchenbaus eintauchte, die Matrix kennenlernte und die echte Welt für das sah, was sie war, traf er eine sehr große und wichtige Entscheidung. Schluckst du die blaue Kapsel, ist alles aus. Du wachst in deinem Bett auf und glaubst an das, was du glauben willst. Schluckst du die rote Kapsel, bleibst du im Wunderland und ich führe dich in die tiefsten Tiefen des Kaninchenbaus. Die rote oder die blaue Pille? Vor dieser Entscheidung stand auch ein Pärchen in einer 2014er Super Bowl Kia-Werbung. Doch hierbei geht es nicht um die Matrix. Worum geht es dann? The world of luxury has been pulled over your eyes to blind you from the truth. Oh, es geht um Luxus. Allerdings kriegen sie diesmal von Morpheus keine Pillen ausgehändigt. Nein, stattdessen gibt es entweder einen blauen oder einen roten Autoschlüssel. We just want to get our car. Take the blue key, you go back to the luxury you know. You take the red key and you'll never look at luxury the same again. Wählen sie den blauen Schlüssel, so bleibt ihr Standard und ihre Erfahrung, was Luxus angeht, die gleiche. Doch wählen sie den roten Schlüssel, so werden sie in eine völlig neue Welt des Luxus eintauchen, die sie noch nie zuvor kannten. Also, ich habe zwei Schlüssel vor mir. Bei dem einen bleibt alles gleich. Bei dem einen habe ich so die Erfahrung meines Lebens. Warum sollte ich den blauen Schlüssel wählen? Kann mir das irgendwer erklären? Naja, kaum gewählt, fährt auch schon der neue Kia vor. Und was jetzt passiert, raubt ihnen den Atem. This is unreal. It's very real. This is what luxury looks like. Und das war noch nicht mal alles. Denn das, was Morpheus vorbereitet hat, ist der wahre Inbegriff von Luxus. And this is what it sounds like. Nessun torma, ma il mio mistero è chiuso in me. Wow, was passiert hier? Warum fliegen Autos durch die Luft? Und warum zur Hölle hat Morpheus eine so bezaubernde Stimme? Okay, ist das, muss das wirklich sein? Also geht jetzt jedes Mal alles um dieses Auto herum kaputt, wenn es durch die Gegend fährt, nur damit dieses Pärchen ein bisschen mehr Luxus hat und damit Morpheus Opern singen kann? Aber die viel wichtigere Frage ist, wenn man sich so ein Auto holt, sitzt dann einfach Morpheus da drin? Weil wenn ja, dann scheiß mal auf alles, ich hol mir zwei! Der Superheld/Mutant Quicksilver, aka Peter Maximoff, wurde in den 50er Jahren geboren, ist zunächst ein Bekannter von Wolverine und gehört später sogar zu den X-Men. Jay, das heißt aber X-Men. W-X-Y-Z. X-X-Men. That's how it's pronounced. You got a problem with that? Didn't think so. Viele würden sagen, seine Superkraft ähnelt der eines DC-Helden, und zwar Flash. Quicksilver ist nämlich schnell. Unglaublich schnell. Schneller als eine Kugel aus einer Pistole fliegen tut. Okay, darüber dürft ihr euch lustig machen. Das war gerade seltsam. Doch das ist nicht das Einzige. Durch seine hohe Geschwindigkeit und die Fähigkeit, somit die Zeit für sich aufs Extremste verlangsamen zu können, ist jede kleinste Bewegung und Berührung von ihm unglaublich stark. So kann er einfach mal durch eine kleine Berührung einen Mann K.O. schlagen und sogar die Richtung einer abgefeuerten Kugel ändern. Kein Wunder also, dass sich Sky TV dachte, dass dieser Held die perfekte Repräsentierung für ihr neues, schnelleres Produkt sei. Das nenne ich Marketing. Das war gerade ein bisschen übertrieben, muss ich zugeben. Aber ihr versteht, was ich meine. In dieser Werbung sehen wir eine Jungfrau in Nöten. Ja gut, eine Frau, die einen Film streamen will. Aber wie man das so kennt, taucht der Bösewicht aller Bösewichte auf. Nerviges Buffering. Nein, nicht nerviges Buffering! Aber Glück gehabt, denn zu ihrer Seite ist, und wie könnte das anders sein, Quicksilver. Der hat zwar erstmal andere Pläne und nutzt seine Fähigkeit irgendwie, um ein schönes Ambiente für eine Art Date zu schaffen. That
was going to say, what we need is Sky Fiber. It's even faster than you. Aber die Frau will nur eines. Eine schnellere Verbindung. Also was tut der gute Quicksilver? Er düst los und besorgt die neue Skybox, welche die Frau vor ihren Buffering-Qualen erlösen soll. Bist echt ein Held. Ich muss sagen, ich finde, dass die Werbung eigentlich ganz cool umgesetzt wurde und die kann teilweise sogar mit Szenen aus den echten X-Men-Filmen mithalten. Aber irgendwie ist die halt auch ein bisschen seltsam. Und die Frau bedankt sich nicht mal. Das hat mich auch gestört. Aber ja. Spider-Man scheint ziemlich gerne bei Werbungen mitzuwirken, wobei es sich in diesem Clip hier nicht wie bei der letzten Folge um den Homecoming Spider-Man handelt, sondern um den Amazing Spider-Man. Zu Beginn der Werbung passiert noch nichts großartig Ungewöhnliches. Spidey macht das, was Spideys eben so machen. Durch die Gegend Spider. Doch als er seine Reflexion in einem Fenster sieht, fällt ihm etwas ziemlich Ungewöhnliches auf. Wow, was ist das denn? Ein Mini-Me-Spidey? Nicht nur wir, sondern auch unser Superheld scheint dem Ganzen noch nicht zu trauen. Oh, hat mich irgendwer gesehen? Was will dieses Baby hier? Man muss erstmal realisieren, dass sein Spiegelbild jetzt ein Baby-Spidey ist. Und dann geht auch schon die Action los. Er fordert sein kleines Ebenbild zum Spidey-Duell heraus. Zeit für ein Duell. Okay, die erste Challenge, eine Skulptur der Golden Gate Bridge. Das nenne ich urbane Kunst. Die zweite Challenge, Seilspringen. Okay, Spidey scheint schon als Baby so fit gewesen zu sein. Aber mal schauen, ob du auch den Mojo hast, Baby. Den Mojo. Dritte Challenge, Tanzbattle. Hier kommen die Erzähler, haben den Lyrical Gangster. Pick up the movie in the area. Shit, das Baby ist ja on fire. Auf einer Party im Club würde er wahrscheinlich alle wegbatteln irgendwie. Aber wait a minute, warum geht diese Werbung überhaupt? Ist das ein Trailer für einen neuen Film namens The Amazing Spider-Babe? Oder eine Werbung für eine Veranstaltung, wo Erwachsene gegen ihre Babys antreten? Als Baby Spidey den Echten darauf hinweist, dass es wieder an der Zeit ist, weiterhin Verbrecher zu jagen, erfahren wir des Rätsels Lösung. Es ist eine Evian-Wasser-Werbung. Oh, genau genommen eine Werbung im Rahmen der Evian Live Young-Kampagne, welche Kunden mit einem Jungbrunnen lockt. Also Leute, stay young, drink water. Ach, und wenn ihr Baby Spidey im Club über den Weg läuft, dann rennt lieber weg. Es gibt zum Beispiel sogar ein paar extrem filmreife Werbungen, die im Marvel-Universum spielen und die einfach mal Szenen aus den echten Filmen sein könnten. Darunter Spider-Man, Ant-Man und Hulk. Tut euch den Gefallen und checkt ihr auf jeden Fall mal in unserem letzten Video ab. Entweder hier in der Videobeschreibung oder ihr klickt da, wo... Was machst denn du? Auf und davon! How to reason peasant. Das machen wir nie mehr am Ende. So gar nicht mehr unser Ding oder was? Die Leute beschweren sich. Langsam ist die Aktie so ein bisschen im Schwanken. Welche Aktie, Digga? Ja, ich musste mein Haus verkaufen.